Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update begrüßen. Ein Thema, über das man viele Jahre nicht nachdenken musste, das sogenannte Gegenparteienrisiko. Und nun gehen auf einmal wieder die Schlagzeilen umher. Lehman Brothers 2.0, die Credit Suisse wird häufig genannt. Dann hat sich noch eine Vertretung der Vereinten Nationen geäußert, dass vielleicht die Zinserhöhungen doch etwas arg schnell sind, respektive dass man auch die Folgen, die finanziellen Folgen für die Schwellenländer berücksichtigen sollte. Also aktuell mal wieder einiges geboten, was über die klassischen Fragestellungen der kaufe ich nun Aktien oder Anleihen, beziehungsweise wie geht es mit Gold weiter hinausgeht. Von daher, der Fokus des heutigen Tages liegt auf den Symptomen, die wir sehen, wenn auf der einen Seite die Notenbanken bremsen. Man will aufgrund der gestiegenen Inflationsraten seine Kreditwürdigkeit zurück. Man möchte verhindern, dass sich höhere Inflationserwartungen bei Konsumenten und Unternehmen verankern. Also die Notenbanken bremsen und die Staaten, die stehen zum Teil auf dem Gaspedal, weil sie versuchen, die Folgen höherer Energiekosten, speziell in Europa natürlich das, ein dominierendes Thema für die Verbraucher und für die Haushalte abzumildern. Und wenn die einen auf dem Gaspedal stehen und die anderen stehen auf der Bremse, dann entsteht naturgemäß etwas Nebel und Rauch. Und dementsprechend sieht man vielleicht auch, dass verschiedene Marktteilnehmer oder sonstige Ineffizienzen, die man im Rahmen der andauernden Niedrigzinsphase nicht bemerkt hat, dass die nun zum Tragen kommen. Und das wollen wir uns anschauen, bevor wir dann abschließend noch einen kurzen Blick auf die sehr kurzfristige Portfolioperspektive respektive die aktuellen Treiber der Entwicklung von Vermögenspreisen betrachten. Wir werden die Konferenz natürlich aufzeichnen. Sie erhalten die Aufzeichnung im Nachgang automatisch zugesendet. Wir werden die Fragerunde im Anschluss wie gewohnt nicht aufzeichnen, sodass all diejenigen von Ihnen, die live teilnehmen, auch einen Mehrwert haben gegenüber all denjenigen, die sagen, naja, ich schaue es mir im Nachgang entsprechend an. Wir steigen direkt ein, steigender Stress im Finanzsystem. Ich habe Ihnen das hier exemplarisch aufgebaut. Das war eine Schlagzeile, die wir beispielsweise im Handelsblatt lesen konnten zum Wochenende. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das Thema aufgegriffen. Und hier lesen Sie der ESRB. Und da stellt sich ja schon die Frage, was genau ist das? Das sehen wir gleich. Das ist das Systematic Risk Board in der Eurozone und dieses Gremium spricht eben von einer Reihe schwerwiegender Risiken für die Finanzstabilität. Marktteilnehmer sollen sich deshalb auf Risikoszenarien entsprechend einstellen. Was heißt das nun genau? Ich habe Ihnen auch die Originalquelle mitgebracht. Wir werden Ihnen den Link auch entsprechend später auf der Landingpage platzieren. Und vereinfacht gesprochen ist das eine sehr plausible Argumentationskette, die das European Systematic Risk Board hier fährt. Man sagt, na, wir haben noch Nachwirkungen von Corona, wir haben das Thema Krieg in der Ukraine, wir haben das Thema Sanktionen, wir haben hohe Inflationsraten. Also viele Aspekte, die uns, glaube ich, allen bekannt sind, aber dass natürlich nun dieses Gremium das aufgreift, um bewusst eine Warnung hier entsprechend zu platzieren, das ist natürlich durchaus etwas, was man zur Kenntnis nehmen sollte. Und wenn man sich das Dokument anschaut, das sind ein paar Seiten, kann man ganz vernünftig lesen, dann werden alle von uns zustimmen mit dem Kopfnicken. Für Sie dürfte das nicht überraschend sein, zumindest für alle diejenigen, die entsprechend auch unsere Publikationen verfolgen. Sie wissen, dass wir diesen Stressindikator, den die Europäische Zentralbank hier betrachtet und berechnet, dass wir den immer mit dabei haben. Oft gibt es da nicht viel zu sagen, weil der ist in einem sehr neutralen Terrain. Es ist ein sehr unspektakulärer Indikator, zumindest in 99% der Zeit, aber in manchen Phasen und in diesem 1% sind wir wahrscheinlich gerade, ist etwas mehr Bedeutung und Sie sehen im Endeffekt diesen massiven Anstieg hier auch in der jüngeren Vergangenheit und dementsprechend für uns auch sehr nachvollziehbar, dass das Gremium jetzt entsprechend diese Warnung ausspricht, weil eins ist auch klar, wir haben das Thema steigende Zinsen. Wir wissen nicht genau, wie wird sich das auf Verbraucher, was die Kreditwürdigkeit betrifft, auswirkt. Wir wissen nicht genau, wie wirkt sich das bei den Unternehmen aus, was die Refinanzierungsfähigkeit von fälligen Krediten auswirkt. Und auch bei dem Thema Immobilien stellen wir fest, dass der Markt sich hier um 180 Grad gedreht hat. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, Moment mal, wenn die Zinsen eben deutlich gestiegen sind,
und über gestiegene Zinsen die Immobilienpreise zurückkommen? Müssen dann gegebenenfalls neue Sicherheiten gestellt werden? Und wie können die Marktteilnehmer, die im Immobilienmarkt lange verwöhnt wurden, wie können die damit umgehen, wenn Bewertungseffekte auf einmal gegen sie gerichtet sind und parallel eben Zinsen steigen und auch Refinanzierungen sich verteuern? Also von daher, diese Warnung ist keine Überraschung. Sie wissen, dass wir diesen Indikator laufend anschauen, aus unserer Perspektive sehr plausibel. Und wenn man das Ganze dann mal genauer betrachtet, jetzt ohne auf einzelne Banken abzuzielen, sondern den europäischen Bankensektor insgesamt, dann gibt es eben diese sogenannten Kreditausfallversicherungen, Credit Default Swaps. Das sind typischerweise Tauschgeschäfte, also ein Swap ist ein Tauschgeschäft, bei der typischerweise zwei Parteien Zahlungsströme austauschen, also sprich typischerweise der kurzfristige Zins gegen irgendetwas anderes. Solche Swaps und Tauschgeschäfte im institutionellen Bereich kommen die sehr häufig vor. Sie finden Swaps auch zum Teil in ETFs oder Investmentfonds und in diesem Kontext das eben die Kreditausfallversicherung. Und da sehen Sie, dass wir natürlich sehr hohe Werte hatten, bevor dann Mario Draghi mit whatever it takes alle Liquiditätsängste in Liquidität ertränkt hat. Dann sehen wir aber jetzt eben hier in der jüngeren Zeit eben diesen Anstieg. Wie gesagt, einzelne Institute sind stärker im Fokus, aber wir wollten jetzt hier bewusst keine einzelnen Institute nennen, sondern insgesamt darauf hinweisen, dass das Thema Kreditausfallversicherung durchaus als Symbol, als Indikator dafür genommen werden kann, dass das Gegenparteienrisiko wieder mehr im Fokus steht. Und wenn wir wiederum den Bogen schließen zu dem Indikator, den die Europäische Zentralbank berechnet, den wir hier gesehen haben, dann hat die EZB damals diesen Indikator entwickelt, weil man gesagt hat, naja, um die Bonität von Staatsanleihen zu beurteilen oder von Staaten, wollen wir nicht nur auf die Renditen von Staaten, von Staatsanleihen blicken, sondern und wir wollen auch nicht nur auf die Kreditausfallversicherung blicken, sondern wir brauchen einen Indikator, der mehr umfasst. Und die Definition kann man auch im Internet, wenn man es googelt, sehr plausibel finden und entsprechend auch nachlesen. Aus unserer Sicht ein vernünftiger Indikator, ich würde ihn auch nicht anders konstruieren. Also von daher, aus diesem Anstieg des Indikators erklärt sich, warum wir die Warnung haben von diesem Gremium und dass diese Warnung natürlich den Eingang in die Presse findet, ist auch nachvollziehbar. Also Kreditausfallversicherungen steigen wieder. Insgesamt aus unserer Perspektive ein Symptom davon, Geld hat wieder einen Preis. Der Zins ist wieder zurück und nach Phasen der Niedrigzinsphase sorgt das natürlich auch dafür, dass man vereinfacht gesprochen vielleicht auch mal sieht, wo sind denn gewisse Probleme, und steigende Zinsen können Probleme, die man bei niedrigen Zinsen nicht realisiert hat, die könnten nun zum Tragen entsprechend kommen. Von daher aus unserer Sicht die ganze Betrachtung hier sehr plausibel. Wenn wir uns das Fazit und die Überlegungen betrachten, dann muss man sagen, erstmal, es besteht kein Grund für Panik. Und überstürztes Handeln ist natürlich auch nicht angeraten. Also auch hier, man muss ganz klar sagen, wir haben kein Lehman Brothers 2.0. Die Situation ist nicht vergleichbar. Und wenn Sie momentan die Fragestellung lesen, dann ist das oft ein bisschen Clickbait, damit mehr Leute das YouTube-Video anschauen oder damit mehr Leute auf den Beitrag klicken. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, zumindest wenn man auf die Indikatoren schaut, dann haben wir kein Lehman Brothers 2.0. Aber auch das muss ganz klar sein, die aktuellen Entwicklungen, diese 180-Grad-Wende der Geldpolitik, der Sachverhalt, dass Staaten und Notenbanken nicht mehr wie in Corona Hand in Hand gehen. Die einen nehmen Schulden auf, um die Wirtschaft zu stützen, die anderen finanzieren diese Schulden, indem sie die Anleihen zu nicht marktgerechten Preisen kaufen. Das hat sich geändert. Die beiden Parteien, Notenbanken und Staaten, gehen nun getrennter Wege. Wir hatten das am Anfang thematisiert und von daher sollte man schon zur Kenntnis nehmen, dass die aktuellen Entwicklungen ein Denkanstoß sind, um eine ohnehin sinnvolle Diversifikation entsprechend vorzunehmen. Vor einigen Monaten war es noch so, dass wir Verwahrentgelte auf Kontoguthaben gezahlt haben, je nachdem zwischen 0,5 und 0,7% PA. Und dass, wenn Sie gleichzeitig eine kurzlaufende deutsche Staatsanleihe erworben haben, dann war die teilweise noch negativer verzinst. Also der Preis für die deutsche Staatsanleihe in Form der negativen Rendite war höher als für das Kontoguthaben. Warum war das so? Weil Sie beim Kontoguthaben sich darauf verlassen, dass im Falle des Falles die Einlagensicherung einspringt, dass die Mittel der Einlagensicherung
ausreichen. Und wenn Sie eben die deutsche kurzlaufende Staatsanleihe kaufen, dann sind Sie nicht auf die Einlagensicherung angewiesen. Und dann macht es natürlich durchaus Sinn, bei entsprechenden Vermögensgrößen aus Sicht von beispielsweise auch großen Unternehmen zu sagen, wir kaufen lieber die kurzlaufende Staatsanleihe. Die Rendite ist zwar noch negativer, aber wir haben nicht das Thema, dass wir uns auf den Einlagensicherungsfonds verlassen müssen. Also auch hier das Thema Gegenparteienrisiko wurde auch damals beachtet, was man daran erkennen konnte, dass die Bundesanleihe negativer rendiert hat als die Höhe des Verwahrentgeltes. Jetzt sehen wir allerdings, dass Geld auch wieder einen Preis hat, gemessen am Zins, und diese 180-Grad-Wende der Geldpolitik, dieser Crash am Rentenmarkt, also wirklich historische Dimensionen, die es hier zu beobachten gibt, diese gestiegenen Zinsen sorgen nun dafür, dass die ohnehin sinnvolle Risikostreuung, also Diversifikation meiner Gegenparteienrisiken über verschiedene ETFs, über Geldmarktfonds und ähnliches, dass diese ohnehin sinnvolle Risikostreuung, die ich bis vor kurzem noch bezahlt habe in Form von negativen Renditen, die meistens sogar noch negativer waren als das Verwahrentgelt, das hat sich nun gedreht, weil Geld ist wieder knapp. Banken zahlen wieder vernünftige Festgelder auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich am Geldmarkt bei kurzlaufenden Unternehmensanleihen auch guter Bonität momentan wieder Renditen, die nominell, also vor Einbezug der Inflationsrate, recht attraktiv sind. Also das, was sinnvoll scheint unter dem Aspekt der breiteren Diversifikation, wird nun auch noch wirtschaftlich attraktiv, weil ich eben einen höheren Zins generiere als auf dem Konto, weil die Banken, klar, die Banken versuchen natürlich immer weniger Zinsen rauszugeben, als sie selbst am Kapitalmarkt am Ende des Tages natürlich auch verdienen, die sogenannte Zinsmarge. Und wenn ich die Bank überspringe, dann bin ich typischerweise näher am Kapitalmarktzins, weil eben diese Zinsmarge wegfällt. Von daher, der Denkanstoß muss sein, ja, systemische Risiken gestiegen, kein Lehman Brothers 2.0, aber die Diversifikation auch der Rücklage wird wieder wichtig. Was ist Rücklage? Was ist Kapitalanlage? Die Basis sollte natürlich aus der Vermögensplanung kommen. Das wissen Sie, wir sind ein großer Freund von der Vermögensplanung, also nicht etwas entscheiden und danach schauen, war es gut oder schlecht, sondern zu überlegen, wenn ich heute etwas tue, wie verändert es die Positionierung meiner Vermögensstruktur, meiner Vermögensanlage in den wesentlichen Kennzahlen. Und was nun auch wichtiger wird, die Differenzierung zwischen kurzfristiger Rücklage, also wenn Sie beispielsweise sagen, ich habe Geld auf einem Konto, weil ich habe nächste Woche ist meine Baufinanzierung fällig und dann werde ich die Kredit entsprechend ablösen oder ich will eine Sondertilgung fahren oder ich habe Geld geparkt, um eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen, dann muss man sagen, dann ist das Tagesgeldkonto nach wie vor das Mittel der Wahl. Aber für Gelder, die man eher als strategische Liquidität vorsieht, weil sie zum Beispiel sagen, naja, das sind Gelder, die brauche ich vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 15 Monaten, vielleicht brauche ich sie aber überhaupt nicht, weil ich gar keine Planung habe. Oder wo sie sagen, Immobilie veräußert, Unternehmen veräußert, Praxis abgegeben, jetzt habe ich einen großen Geldbetrag auf einen Schlag, möchte nicht von jetzt auf gleich in zwei Tagen aus der Cash-Position in meine langfristige Vermögensstruktur investieren, sondern schrittweise, dann habe ich ja eine Parkposition, die länger anhält und dann bietet es sich entsprechend an, diese strategische Liquidität breiter zu diversifizieren, entsprechend in kurzlaufenden Geldmarktfonds, bei höherem Volumen auch vielleicht sich eine kleine Anleihentreppe zu bauen oder über eine Kombination von kurzlaufenden Geldmarktfonds und ETFs, die beispielsweise auf sehr kurzlaufenden Unternehmensanleihen bester Bonität zu setzen. Und man kann das Ganze auch noch anreichern mit zum Beispiel kurzlaufenden Pfandbriefen, weil Pfandbriefe sind, wer sich mal mit der Haftungskaskade beschäftigt, der wird feststellen, dass Pfandbriefe dann sehr, sehr gutes Instrument sind, um Gegenparteienrisiken sehr wirksam zu diversifizieren, respektive natürlich auch zu reduzieren, weil sie ein sehr reguliertes Instrument haben und Pfandbriefe daher, glaube ich, weniger aus der reinen Renditeperspektive, aber aus der Perspektive der Integration in der strategischen Liquidität, da kann so ein Dreiklang aus Geldmarktfonds, kurzlaufenden Unternehmensanleihen und etwas Pfandbriefen, das bildet einen sehr, sehr soliden Korb. Damit können wir natürlich nicht die Inflation schlagen, auch wenn sie zurückkommt. Das muss klar sein, aber nominell gesehen wird es deutlich besser. Und noch dazu kann ich eben so mein Gegenparteienrisiko reduzieren. Das heißt, niemand weiß,
Wie kommt's? Haben wir vielleicht die Spitze des systemischen Stress gesehen? Kommt es vielleicht doch noch schlimmer? Niemand kann es genau sagen, aber wir müssen diese Frage auch nicht beantworten, weil es macht ja ohnehin Sinn, mein Gegenparteienrisiko zu diversifizieren. Und jetzt bekomme ich es auch noch in Form von Zinsen bezahlt. Das heißt, die Frage, ob ich mehr diversifiziere, die stellt sich gar nicht. Die Frage ist nur, wie diversifiziere ich und wo differenziere ich zwischen kurzfristiger Rücklage, / Konto und strategischer Liquidität, wie eben an dieser Stelle skizziert. Ansonsten das dominierende Thema, was auch für einige Probleme und Verwerfungen aktuell zuständig ist, das sehen Sie hier entsprechend. Sie alle wissen, die Zinsen und Renditen sind gestiegen. Sie sehen hier in dem helleren Blau, sehen Sie die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, aber insbesondere in Dunkelblau die kurzfristigen Renditen, 2-jährige Staatsanleihen, 4,1%, da waren wir noch vor kurzem knapp über Null. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass der Dollar massiv an Wert zugelegt hat und noch dazu kommt, dass in einem Umfeld eines geordneten Rückzuges, wo Investoren Positionen reduzieren, wird typischerweise werden Vermögenspositionen aufgelöst und der Dollar wird gekauft, um Schulden, die im Dollar bestehen, zurückzuzahlen. Das heißt, dieser globale Entschuldungsprozess aus der Investorenperspektive sorgt auch für eine starke Nachfrage nach dem Dollar und das ist eben ein weiterer Grund neben dem Thema Probleme in Europa. Plus natürlich das Zinsvorteilsthema als fundamentalen Aspekt, der den Dollar so stark gemacht hat. Und eben diese steigenden Zinsen führen eben zu einer sehr hohen Volatilität bei den kurzlaufenden Renditen. Und das ist quasi der Volatilitäts-, der Unsicherheitsindikator für die US-Renditen. Und da sehen Sie diesen exorbitanten Anstieg. Und wir haben in der Vergangenheit mehrfach gesagt, aus unserer Sicht viel, viel wichtiger noch als der Volatilitätsindikator am Aktienmarkt, wenn das hier deutlich zurückkommt, wenn die Volatilität bei den kurzlaufenden US-Anleihen abnimmt, dann ist das eine Entspannung, dann wird wahrscheinlich der Dollar ein bisschen an Wert verlieren gegen andere Währungen und dann wird natürlich auch das dazu führen, dass die Renditen weniger stark schwanken, vielleicht auch etwas fallen, das wird zu einer allgemeinen Beruhigung auch entsprechend führen, deswegen hier nochmal auch das Thema Dollar mitgebracht, Sie kennen diesen Bruch, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem, und das sieht man dieses Jahr sehr stark, Sie sehen die Entwicklung ausgewählter Währungen gegenüber dem US-Dollar, und da sehen Sie hier unten Sri Lanka, Argentinien, Türkei entsprechend, aber auch Sie sehen Japan, wo wir das Ventil für die Geldpolitik in Form der schwachen Währung sehen, aber sehen auch andere Währungen, die man ja als durchaus plausibler und stärker einschätzen würde, auch der Euro ja minus 12,4%, da sehen Sie auch, der Euro ist in ganz guter Gesellschaft, weil auch andere Währungen haben gegenüber dem Dollar deutlich abgewertet. Also einfach nur zu sagen, der Dollar ist stark, weil der Euro schwach ist, das stimmt nicht. Der Dollar hat eine Stärke gegen viele Währungen. Das hat natürlich auch immer noch mit der Funktion der Weltreservewährung entsprechend zu tun, die der Dollar trotz aller Unkenrufe hier natürlich entsprechend innehat. Also, und genau dieses Thema, dass insbesondere auch die Schwellenländer stark getroffen sind von diesem Dollaranstieg, von dem Transfer von Geldern aus den Schwellenländern in den sicheren Hafen US-Dollar. Das hat hier jüngst auch eine Einheit der Vereinten Nationen auf den Plan gerufen. In ihrem jüngsten Report ging auch etwas durch die Presse, sagt man entsprechend auch hier, wir haben einen Ausfluss von Kapital aus den sich entwickelten Ländern. Das ist natürlich negativ für die dortigen finanziellen Umstände. Insgesamt haben wir da wirklich 90 entwickelnde Länder, die betroffen sind. Also hier gibt es schon entsprechend auch eine Kritik an dieser sehr, sehr schnellen Zinspolitik der US-Notenbank. Und von daher, wir hatten diese These ja auch schon mal geäußert, dass wir in Q4 2022 wahrscheinlich die Spitze der eingepreisten Zinserhöhungsthematik sehen. Also sprich, dass wir zwar natürlich noch Zinserhöhungen bekommen, aber dass man eben nicht mehr sagt, der Leitzins steigt auf 4,85 oder 4,65, sondern endet vielleicht eher bei 4,25 und dann geht insgesamt etwas Unsicherheit, etwas Volatilität raus. Diesen Move-Index habe ich Ihnen gezeigt. Auch in den USA spricht man mittlerweile davon, naja, ein zu starker Dollar und zu starke Zinsen im Dollarraum, die belasten ja die globale Wirtschaft. Das hat Rückkopplungseffekte auch auf die Wirtschaft in den USA. Und von daher, das ist, glaube ich, die Thematik, die wir jetzt entsprechend sehen. Es ist großer Schaden entstanden durch diesen sehr schnellen
Zinsanstieg durch diese massive Dollarstärke und dieser Schaden ist bereits entstanden und dementsprechend wird man da jetzt sehen, dass man auch gegenteilig argumentiert. Oft heißt es dann in den Protokollen der US-Notenbank, wir müssen die internationale Komponente auch mit berücksichtigen und nicht nur auf die USA selbst blicken. Also das unsere Erwartungshaltung und auch innerhalb der US-Notenbank sieht man ja entsprechend, dass die Diskussionen größer werden. Man liest häufiger mal, dass Zinserhöhungen ja 3, 6, 9, 12 Monate brauchen, um in der echten Wirtschaft anzukommen. Also nach dem Motto, ja, wir erhöhen jetzt noch 1, 2 Mal, aber dann müssen wir mal ein bisschen langsamer werden, müssen auf die Daten schauen. Und das erklärt auch, warum der Kapitalmarkt momentan es eher positiv wahrnimmt, wenn Konjunkturdaten aus den USA schwächer sind, weil schwächere Konjunkturdaten heißt, dass die US-Notenbank, naja, vielleicht doch ein bisschen vom Gaspedal geht, vom Bremspedal geht und wieder ein bisschen lockert. Deswegen die Portfolioperspektive kann man aktuell sehr stark auf den Punkt bringen. Sie haben das gesehen, wenn Sie den Handelstag am Montag oder auch gestern betrachten, die Zinsen in den USA kommen etwas zurück und dann haben Sie Börsentage, wo Sie 3, 4, 5% Bewegung haben, also unheimlich schnell. Und das zeigt auch wieder, wie groß das Fehlerpotenzial ist. Und vereinfacht gesprochen, habe das hier bei Bloomberg mitgebracht. In Weiß sehen Sie Nasdaq 100, dargestellt über die Futures. Und dann sehen Sie die 10-jährigen Renditen für die US-Staatsanleihen. Und dann kann man schon sehen, das ist natürlich schon so ein Zinsplay. Und von daher muss man momentan sehr genau hinschauen, dass alle Vermögensklassen, also Aktien, und die Anleihen, aber natürlich auch abgeleitet, natürlich Gold über die Dollar-Relation wieder in die hängen, momentan sehr, sehr stark an dieser Zinserwartung, an der Entwicklung der kurzfristigen Zinsen. Wie weit geht es noch, weil man sich die Frage stellt, ist da von der Bewertungsseite der Gegenwind steigender Multiplikatoren durch höhere Zinsen, ist das jetzt am Aktien- und Anleihenmarkt alles eingepreist? Wir glauben im Aktienmarkt nein, am Anleihenmarkt durchaus eher, weil jetzt kommt natürlich dann der nächste Punkt, wenn die Wirtschaft sich abkühlt, dann sind die Gewinnschätzungen für die Aktien der Analysten immer noch zu hoch, dann kommen die ein bisschen zurück und von daher glauben wir, das Peak der Straffung der Geldpolitik in der Erwartungskomponente, nicht der Umsetzung, in der Erwartungskomponente, das ist aktuell eingepreist, speziell in den USA, Europa ist natürlich ein bisschen, respektive die Eurozone etwas hinten dran. Und es zeigt natürlich auch, dass für Anleihen hier durchaus das Momentum positiver wird. Man sieht auch Flows, also positive Flüsse in Anleihen, in Rentenfonds hinein. Auch das, glaube ich, ein Indikator. Und vor allem auch, wenn die Notenbank in der Zukunft die Finanzmärkte stützen, werden sie wahrscheinlich eher die Kreditmärkte stützen, weil die Kreditmärkte wichtig sind für die Refinanzierung von Staaten und Unternehmen und weniger die Aktienmärkte, die werden indirekt von einer Stützung profitieren, von niedrigeren Renditen, weil sie dann wieder Rückenwind für diese sogenannten Multiplikatoren haben. Also kurzfristig dreht sich alles um die Entwicklung der Zinsen in den USA. Von daher der Blick auf die Arbeitsmarktdaten, die Job-Openings ja jüngst 11 Millionen erwartet, es waren nur 10 Millionen, auch andere Aspekte schwächen sich ab. Amerika hat nicht dieses Energieproblem wie in Europa, also da könnte man den Scheitelpunkt der Inflationsüberraschung aus der negativen Perspektive eben bereits hinter sich haben und auch andere Inflationsindikatoren auf globaler Ebene schwächen sich ab. Schauen Sie auf die Frachtraten, die sind zum Teil 75% vom Hoch entfernt. Schauen Sie sich auf das Thema, wie stark Auftragseingänge zum Teil zurückkommen, respektive Aufträge werden auch storniert. Das merkt die deutsche Wirtschaft natürlich auch im Speziellen. Also von daher die Perspektive für die Anleihen nach diesem extremen Schock durchaus positiv. Also das ist das kurzfristige Bild. Der dauerhafte Erfolgsfaktor ist dann aber ganz klar und auch das soll ja immer wieder wiederholt werden. Zuerst ist die Vermögensbilanz. Wie bin ich insgesamt strukturiert? Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufschreiben. Auf der Basis können Sie eine Vermögensstrukturanalyse vornehmen. Wo habe ich Geldwerte? Wo habe ich Sachwerte? Wie ist der Anteil meiner Aktien? Und wenn man das vornimmt, das habe ich Ihnen hier mal als Beispiel gebaut. Wenn wir unterstellen, Sie haben nur zwei Vermögensklassen, Aktien und Anleihen, 50-50 verteilt. Das ermitteln Sie aus der Vermögensstrukturanalyse über alle Anlagen. Und Sie hätten beispielsweise eine Ertragserwartung für Aktien von 6% und von Renten wieder von 3%. Und diese 3% sind natürlich im Rückblick auf die letzten 7 bis 8 Jahre eine Sensation. Dann haben Sie Ergebnisbeiträge, 50% Ihres Vermögens erwirtschaften 6%, langfristig sind also 3%, 50% erwirtschaften 3%, sind 1,5%. Dann haben Sie eine Rendite von 4,5%. Und das muss man abgleichen mit den verschiedenen Zielen. Ausgleich der Inflation,
langfristige Sparprozesse and so on. Aber Sie sehen schon hier, für defensive Anleger ist es nach diesem Zinsschock, den wir jetzt hatten, so gut wie seit vielen Jahren nicht, weil Sie bekommen planbare Erträge, planbare Ausschüttungen mit deutlich weniger Schwankungsbreite, als das vor einigen Jahren noch oder bis vor 6 Monaten, bis vor 9 Monaten noch der Fall war. Weil bis vor 9 Monaten war es noch so, naja, Sie mussten irgendwie für einen Zielertrag von 3%, da mussten Sie Richtung 60-70% Aktien gehen. Jetzt können Sie wiederum den Großteil in Anleihen investieren, können ein bisschen Aktien beimischen und Sie kommen auch auf nominell 3% Zielertrag. Also da hat sich schon einiges geändert. Und wenn Sie das dann getan haben, dann muss man dann das Ganze einordnen in das magische Dreieck Sicherheit, Liquidität, Rendite. Noch das hatte ich ja gesagt, die Liquidität, da gilt es zu differenzieren zwischen der kurzfristigen Rücklage, zwischen der strategischen Liquidität, weil wir müssen uns klar machen, die Inflationsrate wird ja so sein, dass wir weiterhin Kapitalmarkterträge brauchen, um über den Zeitraum vernünftige Renditen verdienen zu können, mit absehbaren Schmerzen zum Zeitpunkt, wie wir sie in jeder Krise haben. Und in dieser Krise haben wir jetzt eben diesen massiven Zinsanstieg plus die Sonderprobleme in Europa aufgrund der Sanktionen und den anderen Facetten, die in allen hinlänglich bekannt sind. Ja, meine Damen und Herren, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein zu diesem fokussierten Thema. Ich darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich würde nun die Konserve an dieser Stelle beenden und all diejenigen, die noch bleiben, die lade ich natürlich herzlich zur Fragerunde ein. Und sofern Sie uns verlassen, Ihnen einen schönen Mittag, einen guten Appetit, bis bald, auf Wiedersehen.